So, hallo Leute, willkommen zu heute wieder vor mit dem Punch. Heute was ganz anderes, als ich sonst mal mache. Heute, ich habe ein Video gemacht mal über wie viel oder wie schnell man GTA Geld, ja, 5 oder ein schnell Geld verdient und auch ohne Cheats, ohne Glitches, ohne irgendwas anderes. Und das ist jetzt so das Ding, ich habe mal noch ein Gegenvideo dazu gemacht, an welchen Stellen wirklich zu viel Geld ausgibt oder wirklich auch, es geht nicht um Sparen, sondern wirklich an Stellen, wo ich sage, da haut ihr Geld raus, was eigentlich sehr viel wert ist. Und dann sagt ihr wollt viel Geld haben und verdienen, aber ihr gebt auch zu viel aus. Und es gibt ja viele Beispiele, wo ihr wahrscheinlich viel zu viel Geld ausgeben werdet. Vielleicht werden manche dabei sein, vielleicht auch nicht. Und ich hoffe, ich krieg's einigermaßen mit den Schnitten hin, weil ich habe jetzt hier ein Video komplett geschnitten oder gerendert, wo ich jetzt auch nachkommentieren. Ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Ich habe eine Liste gemacht. Ich habe hier 12 Punkte stehen und es ist einiges. Und ich schreibe natürlich auch in die Videobeschreibung, schreibe ich nochmal rein. Was ist der Gesamtbetrag? Was ist der tatsächliche Betrag? Also den ich hier auch in dem Video, den man laufen halt ausgibt und den Betrag, den ihr wahrscheinlich ausgibt, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen differenziert. Wird sich im Laufe des Videos noch ein bisschen klar werden. Und wir fangen gleich mit dem ersten Punkt auch gleich an. Viele von euch werden wahrscheinlich ein paar Leute überfallen, vielleicht auch ein paar zu viele, und dann werden sie auch Lester anrufen, dass er sie befreit. So, oh Scheiße, krieg ich Sterne, Polizei und so, eine Scheiße umgelaufen. Und das Ding ist das, ihr könnt auch immer wieder mal schon einen zusammenkloppen und dann von dem Geld haben, aber es ist halt wirklich so, nehmt nur einen und dann wartet vielleicht ein paar Stunden, dann verkloppt ihr erst den nächsten, weil ihr macht somit einen riesen Verlust. Und ich werde auch natürlich dann auch noch schreiben, das sind jetzt hier mal 200 Dollar, glaube ich, habe ich mal aufgenommen. Ich hoffe, ich kriege das so einigermaßen hin, so mit den Beträgen. Ich habe jetzt zwei, drei Blätter rumliegen und so. Und das ist schon mal ein Verlust, weil wir haben jetzt irgendwie hier über 30 Dollar und wir zahlen im Endeffekt 200 Dollar an Lester, damit er die Sterne wegmacht. Ist schon mal blöd. Und wir kommen auch gleich zur nächsten Lektion. Das ist schon mal was anderes, ein bisschen angenehm. Ja, das ist auch gut. Wir lieben dich auch. Und Lektion Nummer 2. Ja, wir sind in der Mission und viele sagen sich, oh, das sind so viele Gegner, da will ich mit einer Bazooka oder mit einer RPG reinholzen. Und genau das machen auch viele. Und man verdient in den Missionen eigentlich auch nicht so viel Geld und trotzdem tun manche, wie es auch gleich weniger wie ich, mit einem Lenkraketenwerfer, mein RPG bin ich leider nicht dabei, Lenkraketenwerfer ist sogar teurer noch, holzen da voll rein und das gibt sau viel Geld eigentlich aus. Ich habe später mal, sehen wir uns dann auch gleich im Ammunition-Stock nochmal. Damit kostet ungefähr 750 Dollar eine Rakete vom Lenkraketenwerfer und man kriegt ungefähr 6.000-7.000 Dollar nur für die Mission. Das ist schon mal ein großer Teil weg, wo du hättest eigentlich nur vielleicht eine Granate nehmen können oder was anderes, was nicht ganz so viel Geld zum Ausgeben ist und so. Und das ist halt wieder so ein Ding. Naja, wir sind gleich in der Ammunition, stoppen nochmal, bin ich zum Wasser, bevor Little T abhaut. Ich habe die Mission nicht ganz zu Ende geführt, weil. Ja, weil. Ja, das sag ich mal im Video. Ich werde vielleicht noch ein Video nochmal machen, wie wirklich auch noch zusätzlich kleine Beträge gibt, aber das sage ich nochmal genau dann am Ende des Videos nochmal. Hier seht ihr mal, Lenkraketenwerfer kosten 2.500, wirklich einer 750 Dollar und der RPG kostet, glaube ich, jetzt nur 500 Einschuss, glaube ich. Genau, ja. Das war schon mal von der, jetzt kommen wir zur Lektion Nummer 3 auch schon gleich. Das habe ich jetzt so ein bisschen dann auch noch aufgeschrieben mit. Das heißt, ich habe geschrieben, Motorrad lernen oder halt Blödsinn machen. Also, das ist, man kann jetzt so sagen. Ich habe einen gesehen, GTA Online, der hat gesagt, boah geil, ich Motorrad lernen üben und macht die Scheiße und fällt da und hin und stirbt die ganze Zeit und macht so einen blödsinn Weg. Ich habe gesagt, ich muss mit dem Flieger schnell nach Hause, geht schneller als mit dem Auto und war ganz chillig und dann fliege ich halt nach Hause und vergesse eine Anführungsstriche und dass ich einen Fallschirm habe oder manchmal hat man auch keinen gehabt. Da gab es so einen Spielfehler auch schon mal, dass man keinen hatte und die Krankenhausrechnung habe ich hier irgendwo, schauen wir mal, kostet 500 Dollar, also ab 500 Dollar geht es aufwärts, glaube ich, bis 1000 kann man, glaube ich, zahlen online. In der Kampagne ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Man sieht auch gleich, wir haben, glaube ich, 500 abgezogen, wenn man nicht sehe, vielleicht noch ein bisschen weniger. Und damit auch gleich mal nochmal das machen, unsichere Spieler sollten sich vielleicht eine kugelsichere Weste kaufen, damit sie auch nicht gleich sofort sterben, weil es echt blöd ist. Also die Spiele, die neuen Spiele reinkommen, die Mission vielleicht noch nicht zu können. Und wo ihr die kugelsichere Weste auch kaufen sollt, kommen wir nochmal später drauf. Jetzt kommen wir auch dann erstmal zur Lektion Nummer 4. Das ist coole Autos später, also ich habe es geschrieben, viele wollen einfach coole Autos haben und kaufen sie auch teure Autos und dann wollen sie es nicht mehr haben, weil sie nicht mehr so cool sind. Habe ich beim Kumpel auch schon öfters erlebt. Dieses Auto, stellen wir auch gleich sehen, kostet, ich habe ein bisschen länger gesucht, aber dafür, kostet 240.000 Dollar die Wacker und später kriegen wir viel weniger raus. Ihr müsst auch bedenken, was ich auch gleich dazu nehme noch, spontan Autotunen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal einer baut ein paar Unfälle oder so und sagt, boah, ich möchte spontan ein Auto tunen, geht zur Werkstatt, zahlt die Reparaturkosten erstmal, dann tunt das. Wäre auch viel geiler, wenn ihr es da hier aus der Garage holt, wo es kostet, das ist die Reparatur, und dann zur Werkstatt fahrt und dann sagt, ja, jetzt will ich da tunen, weil dann zahlt ihr weniger. Die Autoreparatur kostet zwischen 300 und 500 ungefähr, da vielleicht ein bisschen weniger, also machen wir es anders, zwischen
unter 100, so 80, zwischen 80 und 500 kosten ungefähr die Reparatur. Ist natürlich eine Geldverschwendung, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Ist es nicht viel, aber ihr seht, später kommen sehr hohe Beträge zusammen. Und vor allen Dingen ist krass, ist auch dieser Wertverlust, wenn man jetzt das Auto hier, ich habe jetzt so mittel gepimpt, ich habe jetzt den Wert schon mal den Verlust kurz mal an, wo habe ich denn hier zwischen 30 und 40.000 Dollar ist der Verlust, wenn ich jetzt dieses Auto verkaufe, wir fahren auch gleich zur Tuningwerkstatt, da sehen wir das noch mal genauer. Das ist auch ein, also ist mein geschätzter Wert. Es wird auf jeden Fall, was kann mehr sein, das kann weniger sein, das ist bei jedem auch unterschiedlich, wie viel man getunt hat. Auf jeden Fall bitte überlegt euch vorher, welches Auto ihr wollt und vor allen Dingen auch, was ihr rein haben wollt. Ich meine, wenn du Beschleunigung auf 100% hast, dann brauchst du doch nicht noch ein Teil rein, was nochmal Beschleunigung mehr macht, weil du hast ja schon 100%. Und hier war ich nochmal absichtlich immer ein bisschen scheiße, damit ihr auch seht, wie die Reparaturkosten auch höher sind. Es gibt aber manche, die können nicht so gut Auto fahren, die machen halt so eine Scheiße zum Beispiel. Ja, es ist halt so und da sieht auch die Reparaturkosten nicht. Genau, Sport, das Auto trainieren habe ich auch schon gesagt, mit dem Auswiederverkaufen auch. Bitte, ihr habt große Garage, ihr könnt jetzt mittlerweile so viele Autos haben, bitte überlegt, was ihr kaufen wollt und was nicht, was ihr tun wollt und was nicht, weil Autotunen ist sau teuer immer noch und da zahlt man sich immer noch dumm und dämlich. Schon bei den spontanen Autotunen habe ich mal 300 Dollar jetzt aufgeschrieben, wird in der Rechnung als Spiel mit 300 Dollar angegeben, weil ich habe jetzt um die 300 Dollar gezahlt. Und genau, das ist jetzt so der Punkt, weil ich viel schneller fertig als der Schnitt ist, das tut mir auf jeden Fall leid. Ich zeige euch nochmal kurz in der Auflistung, wie viel ich ungefähr reingetunt habe. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, nicht genau den genauen Betrag, sondern einen ungefähren Wert, wie es ungefähr ist. Mein Motor, dann gibt es diesen Turbo, da gibt es Karosserie und so weiter und so fort, da gibt es echt sau viel. Und ich sehe nochmal den Wert vom Verkaufen und der Wertverlust ist... Also wenn ich grob geschätzt, wie gesagt, 30.000 bis 40.000 Dollar und das da kommen dann noch größere Summe noch, auch bei einem anderen noch. Das ist sogar, glaube ich, der zweithöchste Wert, den ich hier in den Ranking, kann man fast sagen, habe nicht verstanden. Auf jeden Fall. Wir gehen auch gleich zur nächsten Lektion über, auch wenn der Schnitt noch nicht ist. Es gibt so Leute, die tun ständig Scheiße bauen. Also ständig wollen die sich mit der Polizei betteln, und schießen sich um und so. Und wenn man das mal macht, ist es ja echt kein Problem. Es ist ja okay und, ich mache auch öfters mal so gerne so ein Battle, aber manche machen nur Scheiße die ganze Zeit, betteln sich nur, brauchen auch Munition und das ist der Punkt, was kostet ungefähr ein Polizeibattle? Ich habe ja gemacht, da gibt es noch einen Unterpunkt, oder? Gibt's da noch einen, da gab es noch mal noch einen Unterpunkt irgendwo. Einen Moment. Mit dem Beschlagnahmen. Genau, das ist ja nicht Polizeiaufwahl. Genau, das nächste ist, also es kostet erstmal die Krankenhaus. Also ich werde gleich immer zum Polizeibattle anfangen, ganz klar. Es kostet im Endeffekt die Krankenhausrechnung. Die Krankenhausrechnung sind ungefähr 500 Dollar. Dann kostet es noch plus halt die Waffenmunition, die man verkackt hat, die man dem kann auch bis zu 10.000 Dollar hochgehen. Das ist wie ihn selbst überlassen. Aber es ist halt so viel Kohle, was weggeht. Ich mache jetzt hier plus Waffen, machen wir eine Pauschale von 3.000 Dollar ungefähr. Es ist jetzt pro Polizeibattle, wenn man richtig ein bisschen was erreichen möchte, auch ganz gut drin. Und dann natürlich noch, wenn dann dein Wagen beschlagnahmt wird. Also wenn du den Wagen rumfährst, aber näher ist, wenn der Wagen beschlagnahmt, kostet, glaube ich, da bin ich mir echt nicht sicher. Ich glaube, so 1.000 Dollar, 1.500 Dollar ungefähr im Dreh, werde ich auch nochmal dann reinmachen. Und spielen wir ein Burning Man, weil ein LFL, der am Boden liegt, da brennt man auch gleich sofort. Krass, ist echt cool, ja. Muss man sagen. Genau. Dann werden wir auch uns auch wieder gleich dann im Ammunition Store sehen. Im Ammunition Store kann man auch so ein paar Sachen beachten. Also da gibt es auch sehr viel zu beachten. Und ich wollte gleich noch einen Aufstand. Ich habe es zum Glück bis zu den Spezialeinheiten geschafft. Auch so freien Feld. Ja, ganz okay ist jetzt nicht. Aber ich wollte auch nicht jetzt unbedingt die Raketenwerfer auspacken und dann meine Kohle voll verkacken. Und wie gesagt, ist jetzt auch nur so, es trifft nicht auf jeden zu. Es gibt auch manche, die machen das und vielleicht ertappt ihr euch da auch dabei. Und so könnt ihr uns auch sagen, ja, nee, da gebe ich vielleicht weniger Geld aus. Oder das passe ich halt ein bisschen besser auf nächstes Mal oder so. Und das nächste Ding ist, wie soll ich das sagen? Es gibt halt, ja, das habe ich eine feuchte Verantwortung, muss man das dann fast sagen. Also, die ich euch drauf, ich habe euch auch vorhin aufgeschrieben, wie viel ich da verloren habe. Ungefähr 500 Dollar habe ich verloren. Plus Waffen, plus Wagenbeschlag, meine wurde jetzt nicht beschlagnahmt, aber das wollte ich nicht unbedingt zeigen, wie gesagt, aus den Kostengründen. Und ihr kriegt natürlich auch einen späteren Wert auch dann, was ihr tatsächlich an laufenden Kosten praktisch haben würdet, was viele so auf die Menge spricht und so. Eine genaue Auflistung werde ich wahrscheinlich auch wieder machen oder auch nicht. Ich muss überlegen, wie ich das genau mit der Auflistung dann mache. Also das ist halt so eine Frage. Ich meine, jeder weiß, wie viel er bei Lester zahlt und so. Das ist halt so eine Gesamtsumme. Ich werde euch die Punkte halt aufschreiben, so ein bisschen. Und kurz als Überbegriff. Damit ihr ungefähr weißt, wo was kommt vielleicht auch. Ich habe auch eine 1 bis 10 gemacht. Und 1 bis 12 habe ich auch gemacht. Naja.
Jetzt gehen wir auch gleich in den Ammunition Store über. Das ist auch Lektion 7, kann man fast sagen schon. Ja, es gibt so manche Leute, also es kommt hier noch kurz, sie ist auch spannend. Es gibt manche Leute einfach, die wollen sich alles kaufen am Ammunition Store. Die kaufen sich dann auch wirklich jeden Blödsinn. Also man diese alle, diese Farben, die man auch gar nicht hernimmt. Ich weiß, der Schnitt ist ja noch nicht da, das tut mir erst leid, ne? Viele wollen auch diesen, die ganzen Sachen am Schalldämpfer so. Ich habe mich eh schon immer gefragt, was bringt Schalldämpfer eigentlich bei GTA 5 Online? Aber ich, da bin ich noch nie dahinter gekommen. Ist, für was ist das vielleicht? Für ein Team Deathmatch vielleicht? Aber ich meine, niemand talkt das im Endeffekt. Also es ist auch relativ unnötig. Und noch was anderes, genau. Das wollte ich hier eigentlich reinmachen mit dem Wagenbeschlagnahmer. Da musst du bei Merce Marshall Insurance hier anrufen und dann den Wagen zurückholen mit der Versicherung. Und problematisch ist natürlich auch, wenn der Wagen auch nicht versichert ist und er ist zerstört. Also im Endeffekt rufst du dann nur an, wenn du deinen Wagen da, wenn er kaputt ist, wieder haben möchtest. Das ist ja ein anderes natürlich beschlagnahmt, musst du zur Polizei fahren, dann wieder einlösen oder halt auch, also eine Kampagne einlösen oder so. Ich glaube, online, glaube ich, kannst du ihn auch wieder zurücknehmen dann. Und wenn die aber den auch nicht zurückkommst, wird er auch zerstört, dann musst du auch in dem Fall die Versicherung anrufen, denn auch willst du das Geld zahlen, damit er dann wieder da ist, der Wagen. Ja. Und warum ich hier so komisch rumgeschult bin, weiß ich auch nicht. Warum wir so ein bisschen Bock machen. Nee. Wir gehen zur Lektion 7 nochmal zurück. Waffen, also alles. Leute, klar ist es schon klar, dass wir wirklich was freischalten wollen. Aber ich kaufe mir halt wirklich dann erst diese Tarnsachen oder diese Sachen, wenn ich sie wirklich brauche oder ich mal ausprobieren möchte oder so. Und diese Schalldämpfer-Sachen, kauft euch die nicht. Die sind so blödsinnig. Die brauchst du online eigentlich überhaupt nicht. Es ist so sinnlos eigentlich, dass du die Schalldämpfer kaufst. Und vor allem diese ganzen Tarndinger, Blau, Gold, Platin, was weiß ich nicht. Ich habe mir das halt alles in Pink gekauft. Das sieht auch lustig aus. Ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben. Dafür, weiß nicht, bin ich auch nicht stolz drauf, weil das sieht die Granate einfach aus wie so eine Wasserkanone aus, eigentlich im Endeffekt. Aber ihr braucht es auch nicht. Und ihr seht auch, wie teuer das ist. Ich schau mal kurz bei Lektion 7, wo auch da, hier, was habe ich da gemacht? Genau, wenn man sich alles kauft, wirklich jeden Blödsinn Golf hat, wie teuer das ist, gibt man in der Regel für alles zwischen 60.000 und 80.000 Dollar eigentlich aus. Also ich gehe jetzt auch von den höchsten Wert immer aus. Zwischen 60.000 und 80.000 Dollar kostet alles insgesamt, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr, weil es gibt mittlerweile so viele Waffen mittlerweile, mein lieber Schieber, das ist unglaublich. Genau. Und was ich auch noch gleich dann zeigen werde, ist auch, oder habe ich nochmal die coole Serie Westen mal gezeigt? Nee, das kommt jetzt noch nach der coole Serie Westen, meine Freunde. Die kostet auf jeden Fall hier viel weniger als in diesen Missionsmenü. Und da ertappe ich mich auch selber immer wieder, dass ich die in diesem Menü kaufe, obwohl ich immer die auch dabei hat und auch unterwegs anziehen kann. Das ist auch was ganz Besonderes. Und wir haben da auch einen Wertverlust von 135 Dollar. Ist, wenn du sie hier, also die sparst dir 135 Dollar, wenn du sie hier kaufst und nicht in diesen Missionsbildschirm. Genau, das haben wir auch gleich per Punkt 9 oder 10 schon. Also ich habe mir diese Unterpunkte halt auch aufgeschrieben. Also dieses Ranking so ein bisschen mit Punkt 1 und sowas alles. Aber die nächste Lektion ist einfach, ich wollte euch eigentlich zeigen, in Anführungsstrichen, dass wir diese Mission hier haben, also mit der Mission gerade renne. Hier ist Cox und Charles Apartment. Eigentlich wollte ich euch zeigen, normal man von so diesen SUVs verfolgt. Ja, und ich spreche SUVs, meine Freunde, für die sich immer beschwert haben. SUV. Es sind immer so Gegner drin und man kann auch anstatt mal dieser Huff-Bombe, die erst auch viel Geld kostet, eigentlich auch mal diese MP hernehmen. Wenn man das ein bisschen kann, kann man den Fahrer rausschießen. Du kriegst nicht so viele Erfahrungspunkte, vielleicht weil da mehrere drin sind. Das ist schon richtig, aber ich glaube, in der Regel sind eh nur zwei drin, maximal vier. Je nach Schwierigkeitsgrad. Und dieses, was du da ausgibst, unbewusst mit einer Haftbombe, ist so viel Geld, das habe ich noch aufgeschrieben. Da hast du einen Verlust von, wo haben wir das gehabt? Hier irgendwo. MP statt Haftbombe war weiter oben. 450 Dollar, zeige ich nochmal, gibst du umsonst eigentlich aus, wenn du die Haftbombe hergibst, eine Haftbombe. Und ich bin davon ausgegangen, dass du wirklich zwei MP-Magazine brauchst für so ein Ding, für so ein SUV-Fahrer. Das ist schon eigentlich relativ drinne und vor allem ist es immer noch günstiger. Und damit kommen wir auch gleich zur letzten Lektion auch gleich. Ja, das ist wirklich vorbei. Die letzte Lektion ist einfach eine der einfachsten überhaupt, wo ich glaube ich jeder mal ertappt. Da hätte ich das vielleicht nicht machen sollen. Und zwar geht es darum, gleich kommt der Schnitt. Jawohl, perfekt. Indem ihr das kein Bargeld habt. Wenn ihr öfters in öffentliche Lobbys geht oder allgemein ein bisschen so Crash-mäßig spielt, im Endeffekt verliert ihr viel Geld, wenn ihr Bargeld dabei habt. Dafür gibt es die Bank, dass wenn euch eine abknallt bei Online, dass du kein Geld verlierst. Und das ist so ein Ding, das machen viele. Ich zahle auch immer, wenn es geht, das Geld ein. Es steht auch immer rechts oben, ihr habt über 5000 Dollar, hast du, bitte zahl es ein. Dann verlierst du auch nicht so viel. Und du verlierst, glaube ich, da bis zu 100 Dollar, verlierst du, glaube ich, wenn du abgeknallt wirst von irgendeinem anderen Spieler und der kriegt's, sammelt sich's ein. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen hier alles, genau, unsichere Spiele habe ich nochmal mit dem Krankenhausringer von 1000 Dollar, habe ich noch nicht gesagt. Battle
Verfolgung, gruselige Westen. Ich glaube, ich habe euch alles gesagt und wir sehen und es ist schon wieder am Ende des Videos. Und ich fahre noch mit einem coolen neuen Flugzeug. Ich wusste gar nicht, was das für ein Gerät ist. Ich habe einfach mal bei Pegasus einfach mal bestellt. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Flugzeug habe. Fahre ich zu meiner einsamen Insel und lande da schön, habe da eine schöne Zeit noch und spann mich ein bisschen. Und so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte ergänzt mich. Wenn ihr da sagt, boah, das hast du noch vergessen, wo man vielleicht viel Geld ausgibt, was eigentlich unnötig ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Unbedingt wichtig, weil ich habe auch nicht alle drin. Ich habe jetzt nur mir ein 12 rausgesucht, die ich jetzt hier im Video sagen werde. Und ich hoffe, es hat einigermaßen gepasst mit den Schnitten. Ich hoffe, es ist auch wichtig. Und es wird auch demnächst mal ein Video kommen, wie man so auch, wie gesagt, diese kleinen Beträge sparen kann, so sage ich jetzt mal so. Und ja, so kleine Sachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gebt mir nur noch, wenn es euch gefallen hat. Ich werde schauen, dass ich auch jeden damit erreiche mit dem Video. Es ist halt sehr informativ. Und dann vielen Dank. Bis bald. Euer Punch-Name und ciao.